Hi. Wir sind niemand Geringeres als die beleuchteten Brüder. Wir spielen Outrageous. Na, das ist der Gewaltmod. Guck mal, es könnte ja rein theoretisch sein, dass irgendjemand randommäßig bei YouTube irgendwas sucht und dieses Video als allererstes von uns anklickt. Ja. Was wollen wir dem sagen? Du bist ganz schön strange, dass das erste Video, was du von uns guckst, heißt Super Mario 47. Das ist das, was wir ihm sagen wollen, wirklich? Ja, das ist zumindest das Erste, was mir einfällt. Wer fängt denn mit diesem Video hier an? Auch so eine Bezeichnung hier. Krass. Ach, der Hammermann, ich vergesse ich auch immer wieder. Stimmt, ich bin da schon mal gewesen. Ich wurde schon vom Hammer getötet. Oder war das im anderen Level? Weiß ich wirklich nicht. Nein, ich war noch nicht bei den Tomatis. Die sind ja blind geworfen. Vorsicht, Feuer und Kugelmann. Das hat mich letztes Mal getötet. Das Feuer. Das ist auch so passiert. Ja, sehr gut, sehr gut. Nicht, Vorsicht. Oh, fast wäre ich da noch runtergefallen. Mm-mm. Gut weggelaufen. Er wirft seinen Hammer auch im Verborgenen, das ist richtig gemein. Sind wir schon so weit gewesen? Nein, noch lange, noch nie überhaupt. Nicht, nein, Vorsicht. Das war so unnötig, das war so ungottverdammt. Ich bin zu den Flammen. Warum bist du denn nicht stehen geblieben? Ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich erinnere mich gar nicht, das gespielt zu haben. Beste Voraussetzung. Dieses Projekt. Ist voll warm hier drin, oder? Ja, wir müssen gleich mal lüften. Ja. Ist auch schon echt spät, aber ich fühle mich immer noch fit. Wie ein Pudel. Kennst du den Pudel-Song noch? Ja. Wie geht er? Das kann ich vom Album. Richtig. Ein gutes Lied. Muss man schon sagen. Guck mal, das haben wir auch noch nie geschafft. Oh. Wie, man kann sich doch nicht noch töten lassen, wenn man Yoshi schon hat. Nein, so weit bin ich nämlich auch noch nicht gekommen. Boah, ich hatte kurz irgendwie die Illusion, ich könnte mich auf der Flamme weiter bewegen. Hüpfenderweise. Oh, den habe ich vergessen. Oh, den habe ich vergessen. Ich dachte, das ist schon das Ende. Nur duken und dann auf Wiggler und dann bist du da gewesen. Wiggler. Riddler for life. Der Riddler. Okay, wir machen ein kleines Gedächtnisspielchen. Na? Jetzt ist die Quizfrage. Wie lauten alle Bösewichte der alten Batman-Filmreihe in chronologischer Reihenfolge der Filme? Ich verstehe nicht, was du von mir willst. Na, es gab doch in den 80er Jahren schon mal Batman. Ja. Michael Keaton. Ja. Ja, das ist meine Stimme manchmal. Ja, der Joker. Und noch? Der Pinguin. Nee, du hast es schon verloren. Achso, weil im ersten Film auch noch andere vorkamen. Ja, oder? Weiß ich nicht. Wirklich? Ersten, ich glaube, der erste ist der einzige, wo nicht. Wo. Im zweiten kam auch Catwoman vor. Ja. Das ist nicht wirklich ein Bösewicht, nur so ein bisschen. Ein bisschen Bösewicht. Oh Gott sei Dank. Spring darüber weg. Oh Gott. Was machst du denn da? Ich kann die Flammen töten. Vor- ah! Mitten rein. Ich hab's nicht gesehen, wirklich nicht. Ich hab's gesehen. Ich kann mich nicht mehr warten. Dritter Teil, jetzt wird spannend. Jetzt sind es nämlich wirklich immer mindestens zwei. Die habe ich noch nie gesehen. Dritter Teil ist es Batman und Robin, ne? Und nicht Batman Forever. Batman Forever ist der dritte. Der noch okay war, ne? Nicht ganz so trashig war. Die waren beide. Batman Forever. Batman Forever ist der dritte. Batman und Robin, meine ich. Batman Forever. Ah, ne, andersrum. Batman Forever war der ganz schlimme mit Mr. Freeze. Nein, das ist Batman und Robin. Okay, Film. Dennis ist doch nicht ganz schlimm. Dennis ist der mit Two-Face und dem Riddler. Genau.
Und dann ist der andere mit Poison Ivy, Mr. Freeze und Bane. Ja, genau. Immer das Gleiche. Ich hab Ahnung. Ja. Warum ballern die eigentlich unendlich? Weiß ich nicht, das sind Schweine. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich jemals diese Passage hier überlebt habe. Zu früh. Meine Reaktion ist zu gut. Weil ich sofort auf Knallen reagiere. Ich muss noch warten lang knallen. Das ist so wie mit Schall- und Lichtgeschwindigkeit. Das ist der Doppler-Effekt. Wir sind die gebildetsten Let's Player von allen. Das ist auch gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Das liegt aber nicht an den Let's Playern, sondern daran, dass wir so derbe gebildet sind. Nein, das liegt an den Let's Playern. Du machst dich hier aber unsere, weißt du, Kundschaft lustig. Ich verbiege mich nicht nur für die, für die Öffentlichkeit. Für den billigen, schnellen Erfolg. Ja, genau. Ich bin halt for real. Ich bin halt der Eminem der Let's Player. Ja. Und ich? Du bist eher so Xavier Naidoo. Der Willy Wonka, würde ich sagen. Ich glaube, Xavier Naidoo passt besser. Ich glaube nicht, dass ich der Xavier Naidoo der Let's Player bin. Kannst du das begründen? Auf gar keinen Fall, ohne jemanden zu verletzen. Oh, das war nicht gut. Oh. Dann ist deine Aussage null und nichtig. Ich weiß gar nicht, wie ich die Stelle, die ich nicht schaffen soll. Deswegen sterbe ich lieber vorher. Wollen wir uns einen Stern holen, der das ganze Level gilt? Ja. Wo gehst du hin? Ich hole mir einen Yoshi. Ich weiß nicht, ob jemand so gebildet worden auf die Idee gekommen ist. Ich brauche keinen Yoshi, ich brauche keinen Pilz. Ich brauche einfach nur meine Skills. Die sind nämlich outrageous. Genau wie outrageous. Ich hab keinen Bock mehr. Ich würde lieber jetzt noch 500 Mal das Eislevel von Donkey Kong spielen als das. Das Eislevel? Sind wir da schon? Ja. Das ist auch ein richtiger Horror. Haben wir das geschafft? Nein. Ist das schon hochgeladen? Ja. Nein. Also, weiß nicht genau. Ich glaube nicht, nein. Also es wird auch nicht hochgeladen, weil das, da die Kamera nach der Hälfte kaputt gegangen ist. Gut, spring rauf. Und nun? Ach, ich, die Stelle kenne ich und kann ich auch. Gut, warten. Ja, Jachen. Und jetzt musst du einfach nur ein bisschen warten, ein bisschen mehr. Ruhe. Nicht zu viel. Ich brauche nicht. Oh. Ich weiß wann. Ja, gut. Was kommen die Facker gleich? Hammer. Ne? Aus der Luft? Achso, nein, die, der. Manchmal ist es auch lustig, wie wir sterben. Die haben mir solche Angst gemacht, diese Hammer. Wollte so weit wie möglich weg und dann kam der mit der Nase. Kann er Feuer essen? Oh, er ist so gut. Er ist echt gut. Yoshi ist echt richtig gut. Ich höre da Geräusche nebenan. Das ist die Heizung. Ha! Verglimm doch, du kleiner Häufchen. Du kleiner Häufchen. Gott, Yoshi ist so unglaublich gut. Lass ihn bitte nicht hier. In diesem Höllenloch. Vorsicht! Okay, du kannst dann nicht warten. Nein, nicht ohne Yoshi. Yoshi kommt doch eh gleich wieder. Ja, stimmt! Stimmt! Da lassen sollen. Fucko, Mark! Das hat mir so gut geholfen.
Ich brauche auch Yoshi. Ohne. Nein, ich bin in Sodomodo. Mondo. Sodomodo. Nein, Unsinn. Wir müssen noch Ruby machen. Das war so derbe knapp. Sie ist unbesiegbar. Ja. Caligula heißt bestimmt das letzte Level. Caligula? Ja. Das kenne ich, was ist das? Das ist dieser Typ. Wer? Ja, dieser Römer. König. Ey, dieser krasse Typ hat auch Zeit zwischendrin zu essen. Ich will ihn nicht. Mach gleich Straße lang. Schnell. Nein. Schnell, vielleicht hast du dann den Stern. Ach, das... Quatsch. Nicht essen jetzt. Jetzt Stadtselekt anscheinend. Hab ich doch. Ja. Hat noch geblinkt. Ja. Special blinkt auch. Willst du damit sagen, dass alles, was blinkt, irgendwie scheiße ist? Nee. Du musst dann blinken, dir nichts nützt. Ach ja, kann ich ja essen. Komm zurück. Kannst du die Viecher auch. Ich kann sogar drauf stampfen. Kannst du die auch. Alter, eine Pflanze. Kannst du die auch wütend essen? Auch die scheiß Ding gar nicht. Wütend? Also wenn die... Ja, ich glaube ja. Yoshi ist alles egal. Stimmung, Laune, Aggregatzustand. Tier. Ja, Aggregatzustand stimmt wirklich. Hä? Du bist erst klein. Hä? Ich bin... Verstehst du das? Kanone war einfach so krass. Ja, durch Yoshi durchgeballert. Oh, ich war so gut dabei mit Pflanzen und allem. Scheiße. Es gibt bestimmt. Oh. Oh, oh fuck it. Bei der zweiten Möglichkeit, ich hab verloren. What I said, it don't mean shit now. Aiken. Oder? Ein super Typ. Super Typ. Du hast bestimmt gerade, ich schwöre, du hast gerade die Kamera verrückt. So wie du mich da hingelümmelt hast. Nee, wir haben nicht. Einfach nur rennen. Geil! Jetzt mach's auch mal bitte, ich will. Du bist dran. Ach, kacke, ich hole mir doch jetzt auch noch einen Mann. Guck mal, was der sich so geiles einfallen lassen kann. Oh Mann. Ich glaube einfach, wir hätten diesen Yoshi-Spender hier nicht. Ich hätte gerne einen Patch-Spender mit Yoshi. Gibt's. Ja, und hätte ich gerne. Das wird bestimmt immer weitergehen. Hast du schon wieder Angst, ne? Bisschen schon. Feuer Mario in the house. Iss, trink, sei guter Dinge. Was drin, was du haben kannst. Das Doppelfeuertyp. Das Essen. Was wird das jetzt? Yeah. Ich weiß aber nicht so ganz, was du damit vorhast. Ah, scheiße, er verdaut's gerade. Ein großes Problem, wenn er damit anfängt.
Bitte nicht sterben. Da ist kein Trampolin mehr. Geh weg. Geht das? Nein. Du kriegst gleich einen neuen. Aber dass ich meine beiden Pflanzen verloren habe, ist ärgerlich. Ja. Vorsicht. Es ist unfassbar, nach so vielen Jahren, dass dieses Spiel schon alt ist, sitze ich hier mitten in der Nacht und habe fast Herzrasen aufgrund dieses Spiels. Pass auf die Flammen auf und die sind auch manchmal im Verborgenen. Ich dachte, ich kann sie töten damit. Geh da einfach durch und Vorsicht, der Wackelmann. Oh, jetzt muss ich ihn holen dir. Nutz ihn, ja oder so. Gut. Feuer. Nicht gut. Feuer. So schwer ist dieses Level doch eigentlich gar nicht. Nee, ist es nicht. Wie alle diese.